Die Leute hier ist draußen. Goodbye, Miss. Ach, guckt an. Ichabod. Giselle. Moment. Lottie. Wo ist Nummer 2? Giselle. Giselle. Oh, oh. Steht noch eine Quest raus. Na gut. Ichabod. I hope they'll all return to the shadows. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Wahnsinn, das ist so krass. Sie haben Mut, da unterstützen wir die ganze Tätigkeit nur. Ich mach das. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Genau. Ich überzichtete nur eine Vampirin, bei der er Gnade walten ließ und sie verschonte. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Sie bezieht sich selbst als den Beschützer von John Hamptons Notunterkunft. Mhm. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Ich finde es gerade wirklich schwierig, dass die Giselle nicht mehr da ist. Also es könnte bedeuten, sie ist dem Alkohol verfallen, sie erzählt ja immer, dass sie einigermaßen viel trinkt. Was ist, wenn sie jetzt Opfer wurde? Nun gut. Ansonsten haben wir eigentlich fast alles aktuell gemacht. Die neue Person, also der neue Personenkreis, den wir kennengelernt haben, haben wir geheilt. Ich meine, hier kann ich nicht heilen, weil ich komme noch nicht durch. Das muss erst noch werden. Und wir haben...
Diesen Mann müssen wir suchen in der Kanalisation. Da wissen wir noch gar nichts. Sieht noch kein Krankheitsbild. Hier haben wir alle und da kommen wir nicht ran. Also Zeit bin ich der Meinung, wir haben fast alles. Oh Gott. Drei Stück. Noch mehr irgendwo. Die Schattenresistenz haben. Geht nicht. Weil ich keinen Sichtkontakt habe, oder warum geht das nicht? Der Kaplan muss auf jeden Fall als erstes. Dann. Na dann, gehen wir mal rein. Die schöne Kanalisation. Haben wir auch eine Person zu finden. Wir fallen bei. Es gibt etwa. Achso, wir können gucken nach. Wir können sogar leicht nach draußen schauen. So ein kleinen Ausschnitt gewähren sie uns natürlich nicht die ganze Karte. So. Ich erwarte viele Bestien, viele Skulls, weil die Privenwache stand draußen und die werden hier nicht reingekommen sein. Ich habe natürlich hier keine Karte in der Station, das ist schade. I cannot enter. So, dann würde ich auch mal ganz kurz die Nebenquest wenigstens nutzen. Hier. Also irgendeine Kanalisation ist der. Okay, wir könnten hier etwas benutzen. Machen wir noch nicht. Wir könnten nach unten gehen. Warum sollten wir hier denn was betätigen? Leere. Also, in so einem Spiel, wo du all möglichen Scheiß findest, ist eine leere Truhe eigentlich echt ein Schlag, wirklich ein Schlag ins Gesicht. Da gibt wenigstens drei Schillinge rein, rege ich mich zwar auch auf, aber nicht so sehr. So, was habe ich hier? So, that's it. These wheels control the water level. Gut.
Tür öffnet sich erst, wenn Wasser komplett weg ist. Nun gut, dann testen wir das mal. Ach, da ist er ja. Okay. That gate should shut properly now. Beide geschlossen, unten ist das jetzt Platz zum Aufgehen. Genau. Oder nicht? Oder kann ich jetzt noch hier irgendeinen Hebel betätigen? Ich muss mal kurz gucken. Rückzug ist jetzt interessant, richtig? Ja, weil es ist immer Wasserstand ist unter uns, wir sind von oben gekommen. Das heißt, es wird kein Backtracking, es wird höchstens irgendwas. Ah, guck mal. Gut, das ist jetzt aufgegangen. Ah, okay, der schaltet aber einfach oben. Plinsen des Skulls. Ach, hätten wir die einen Schatten gesehen? Oh, schade, so ein Bioshock-Moment. Abgenagte Körper. Was ist das denn hier? Das ist Grippe? Aufgehangen, Knochen. Na gut, gehen wir erstmal die eine Seite, die unverfänglicher aussieht. Da haben wir nur eine. Moment. Entschuldigung, aber das finde ich gerade sehr beunruhigend, dass wir Truhen aufmachen, nichts drin ist. Haben wir etwa von irgendwelchen Materialien zu viel? Vielleicht 80 Federn? Vielleicht gibt es da eine Obergrenze. Obwohl hier. Nee, keine Ahnung. Ist mir gerade zu hoch. Sorry, ich will es einmal testen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass hinter mir irgendwas aufstehen kann. Keep out. Das lassen wir uns dreimal sagen. Guckt mal hier, diese Binden über dem Gesicht, das ist wirklich extrem bioschockisch. Geht mal langsam vorwärts. Guckt mal hier, irgendwelche Anhänger aus Knochen gebastelt. Das soll wahrscheinlich Leute abhalten, hier lang zu gehen. Ist richtig
ausgebaut wurden. Ich hab's gehört. Das sind Ratten. Schädel, blutige Schädel, oben aufgereiht mit Kerzen, wer auch immer die Kerzen mal anzündet. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Da vorne ist ein Boot mit einer Lampe. Auch wieder Licht. Blut. So, das ist eigentlich ein perfekter Snack. Snack, hab ich gesagt. I can't believe I'm doing this. Schade, ich nur eine Außenkarte habe. Ich hätte gerne noch eine Karte hier unten. Sorry, ich so langsam vorwärts gehe, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir vorne und hinten halt Feinde kriegen. Deswegen ganz langsam. Ich halte auch nicht so viel aus. Locked, all right. Wieder eine Tür. Okay, schon zwei verschlossene Türen. Einer ist Backtracking, wahrscheinlich zwei. Oh Gott. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog? Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Oh Gott. Hallo? Snap like a hare's brittle bones, newborn! Oh Gott, die Schläge sind hart. Death in me.
is now mine. Down, stay down. Au. Shit, drei. So Sand in Geister. Gott. Return to your apothecary and needles. Ich glaube, bei Bossen ist es besser. Oh Gott. I shall crush you. Ich glaube, bei Bossen ist es echt besser, wenn wir einen Fernkampf haben. Der will ich nicht so nah ran. Ausdauer. Was du mal abhauen musst. Your blood is now mine. Down, stay down. Eins, zwei, drei. Okay, Schlagkomponent hier immer. Bewegung bleiben. Down, stay down. Okay, jetzt echt mit meiner Pistole. Oh, das wusste ich nicht. Shit. Return to war's. Ist ein bisschen cheesed, aber. Gewöhnlicher Griff. Schade. Ich dachte, wir kriegen Klaue. So, Nadelstreifen-Typi. Du warst die Kanalratte. Gewesen. Auch einfach dort runterspringt und gleich diesen Bosskampf beginnt. Der Henker. Achievement. Der hat nichts weiter mit. Schade. Da ist ein... lecker. It's locked. So, wir haben null Blut. Das wird jetzt spaßig. Wie weit sind wir denn jetzt auf der Karte? Weit dort oben.